Bam! Nee, lassen wir natürlich da. Ich weiß nicht, was wir da hinten machen. Keine Ahnung. Ich bin echt am Überlegen, was wir jetzt als erstes machen. Weil wenn das gleich wieder so rumruckelt hier, sehe ich jetzt gerade in dieser Aufnahme erstmal gar keine Zukunft. Und frag nicht nach Sonnenschein, mein Freund. Es ist einfach so. Manchmal ist es echt zum Kotzen, wie Minecraft scheiße laufen kann. Ich habe neulich dann auch mal den Tipp gekriegt, ja, hol dir doch mal einen neuen Rechner. Ja, da habe ich dann auch gleich gekontert. Wie denn, wenn man keine Kohle hat für einen neuen Rechner? Ahahaha, das ist ja verdammt witzig. Mensch, wäre ich nie drauf gekommen, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Aber habe ich mit demjenigen auch schon geklärt, wenn derjenige mir einen neuen Rechner kaufen will, kann er das gerne machen. Ich kaufe mir erst 2014 einen neuen Rechner, weil dann erst offiziell wieder ein neuer Rechner für mich dran ist. 3 Jahre, das ist alles ein bisschen zu verkraften von den Kosten her. Ne? Aber da irgendwie nur einen neuen Rechner zu kaufen, um dann irgendein beschissenes Spiel spielen zu können. Nein, danke, Freunde. Ne? Halt, 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 halt. Halt. Wir brauchen eine Schaufel. Wir gehen hier zu unserer Werkbank da hinten. Ich weiß, wir könnten uns da hinten auch mal eine bauen, aber machen wir jetzt gerade mal noch nicht. Wir haben nämlich unser Eisenzeug, haben wir, glaube ich, da hinten. Unser Eisen. Achso, wir haben... Habt ihr das noch mitgekriegt? Dieses verzauberte Buch und das alles? Das habt ihr, glaube ich, noch mitgekriegt, ne? Ich weiß es alles nicht mehr genau. Es ist schon zu lange her. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste mit 25, ne? Da kommt man langsam auch schon in so ein kritisches Alter. Neulich habe ich auch schon gedacht, na, kriegst du einen Schlaganfall oder sowas? Weil ich habe mich echt so gefühlt, weil solche Kopfschmerzen, wie ich neulich hatte, habe ich noch nie gehabt. Und da habe ich mich dann aber mal erkundigt. Und jetzt weiß ich, wie sich Migräne anfühlt. Das ist ja mal so richtig heavy. Also das wünsche ich niemanden. Kriegen auch Kinder schon oft Migräne. Ne? Mag man ja gar nicht glauben, weil Migräne, ne? Migräne typisch Frauen, ne? Und typisch ältere Frauen so Mitte 40 und sowas. Ja, Pustekuchen. Ne? Ist aber alles auch stressbedingt, wetterbedingt, was weiß ich und überhaupt. Und auf jeden Fall nicht schön. Ja, so. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen wegschaufeln. Ist wohl das Beste, was wir machen können. Also die FPS-Zahl ist eigentlich sehr stabil mit 20 bis 30 FPS. Zwischendurch auch mal über 40, je nachdem, ob wir im Dschungel sind oder nicht. Wenn wir nicht im Dschungel sind, sind die erfahrungsgemäß höher. Hab ich zumindest so festgestellt. Komm, stirb. Ja, toll. Haben wir auch das Schwert verloren. Nehmen wir die Tintensäcke mal mit. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal schwarze Wolle oder eine schwarze Rüstung. Stirb! Du machst mir nämlich mein Boot hinterher nicht kaputt, wenn ich dann ein Boot habe. Zack. Und du auch nicht. Und ihr seid so verdammt hässlich. Wisst ihr das eigentlich? So. Ja. Weil dann können wir nämlich hier mal anfangen, so ein bisschen zu formen. Und zwar, meine Idee wäre es, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Zack, zack, zack. Man könnte, wenn man will, das Ganze so machen. Und zwar, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh Gott, das ist ja laut auf Ohren. Weil ich habe ein bisschen was im Media Player umgestellt. Einfach nur mal just for fun. Hallo, reagiere, wenn ich es dir sage. Oh, ich hasse Minecraft wie die Pest. Wenn das so weitergeht. Mann! Fuck you.
Das haben wir doch um Folge 40 rum, haben wir das schon mal gehabt. Wisst ihr noch? Und ich wusste auch nicht, woran es lag. Aber wir haben es dann irgendwie lösen können. Aber ich habe keinen Bock, wieder ein Rätselraten draus zu machen diesmal. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ach komm. Da sollte ja Dschungelholz hin. So, so. Ich bin echt am Überlegen. Vielleicht lassen wir das so auf dieser Seite. Oh, das ist auf meinen Ohren aber zu laut. Ich mach mal den Regler gerade leiser. Ich weiß nicht, woran das alles liegen könnte. Dass das alles zwischendurch so lahmarschig reagiert und dann läuft es aber mal wieder so ein paar Minuten. Keine Ahnung. So, und wir haben keine Treppen mehr, also machen wir uns doch eine Werkbank. Drauf geschissen. So. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Pannen gibt es ja überall mal, aber nicht so eine Scheiße. Vielleicht sollte ich auch meinen Rechner einfach mal wieder neu machen. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal neu aufgesetzt habe. Ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger her. Zwischendurch auf jeden Fall irgendwann. Ich glaube, im April war das. Also irgendwann auf jeden Fall. Nee, Quatsch, früher schon. Und das war nämlich, als wir die neue Welt angefangen haben. Ist da noch? Also diese Welt hier. Das war zwar ziemlich ärgerlich, aber egal. Und seitdem ist ja auch nur noch irgendwie Ärger gewesen mit dieser Minecraft-Welt. Ja. So. Ich würde sagen, wir terraformen das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen. Und machen das mal ein bisschen schicker hier. Okay, es wird wieder Nacht. Wir bleiben jetzt vorerst trotzdem im Peaceful-Modus, weil mir das echt zu blöd ist, jetzt dann auch noch vielleicht gegen Monster zu kämpfen und mir die ganze Scheiße hier um die Ohren fetzen zu lassen. Ist echt nicht mein Ding. Ja, und irgendwie steht diese neue Staffel noch gar nicht so unter einem guten Stern. Ne? Lauter Fails, die nicht beabsichtigt waren. Lauter Kleinscheiß, der mich extrem aufgeregt hat hier dran. Und das sind alles solche Sachen, die nicht hätten sein müssen. Die aber so gekommen sind alle. Ich hoffe, das hat die Serie natürlich nicht verschlechtert. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht in eure Köpfe gucken. Ihr seid ja soweit immer ganz zufrieden. Aber ganz zufrieden ist halt auch nur die halbe Miete. So. Okay. So, den Dschungelbaum haben wir auch weg. Der ist jetzt erstmal unwiederbringlich verschwunden und es bewegt sich schon wieder von alleine. Ich könnte echt kotzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, was ich nebenbei mal ausmachen könnte. Es macht bald keinen Spaß mehr. Es macht keinen Spaß mehr aufzunehmen. Vor allen Dingen, wenn du dann im Gegenzug die Zuschauerzahlen siehst. Vor allen Dingen nach über anderthalb Jahren. Das war eigentlich diese freudige Mitteilung, die ich euch machen wollte. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir anderthalb Jahre Minecraft mit mir feiern dürfen. Und da habe ich dann nochmal die besten Folgen gezeigt, die wichtigsten Folgen. Und es tut sich hier gar nichts mehr. Ich kotze so ab. Dann lieber ein Minecraft, was ständig abstürzt, als so eine Rotze. Ach, ich krieg das Gekotze hier. Ich krieg echt das Kotzen. Ja,
Und nee, aber dann so im Vergleich zu dem Aufwand, diese niedrigen, mickrigen Zuschauerzahlen. Ich weiß ja, wer regelmäßig zuschaut. Ne? Ich weiß, dass da wirklich einige extrem treue Zuschauer bei sind, aber wenn ich mir das dann mal so angucke, wie wenig das teilweise ist, denke ich mir manchmal schon, wofür dieser ganze Aufwand, ne? Vor allen Dingen, wenn du dann so eine Rotze hast wie heute, dass du eigentlich überhaupt nicht richtig spielen kannst, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, da denkst du dir dann auch, wofür die ganze Scheiße noch? Ist jetzt meine ehrliche Meinung, ne? Wofür diese ganze Scheiße noch? Resident Evil 6 bin ich langsam dabei zu überlegen, das abzusetzen, weil es wirklich kaum ein Schwein guckt. Und bei Minecraft kann ich nur sagen, ja, Mensch, die Zuschauerzahlen, ja, sie sind jetzt gerade momentan, sie sind so... Mann, beweg dich doch mal nicht hier! Tu das, was ich dir sage, scheiß Maus und Tastatur. Oh, ich kotze hier gleich ab. Ich kotze hier gleich echt ins Essen. Mann. Ich werde gleich mal gucken, was hier los ist. Nein, ich wollte aber erstmal noch zu Ende erzählen. Und wir machen mal Tag. Ich habe da keinen Bock drauf, hier bei Nacht rumzuruckeln. Oh Gott, ey. Gott! Set. Null. Mann! Time Set 0. Warum reagiert das jetzt auch noch so langsam? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt mit meinem PC nicht. Ich starte den gleich mal neu und dann starten wir die Aufnahme auch nochmal. Nein, es ist dann teilweise so, dass die Zuschauerzahlen, ja, sie sind im akzeptablen Bereich. Wenn die Zuschauerzahlen über 50 Zuschauern sind. Damit gebe ich mich gerade noch so zufrieden. Aber wenn ich dann so mitkriege, dass eine Folge... Hier, kriegt ihr es wieder mit? Schaltet da auf einmal das Lied um. Was soll denn das? Mann, es macht keinen Spaß mehr. Es macht echt keinen Spaß mehr. Nein, und wenn du dann siehst, dass du überhaupt nicht vorankommst in anderthalb Jahren, du hast zweimal einen Kanal gewechselt, siehst dann ständig, dass auf dem alten Kanal noch Abonnenten dazukommen, während auf dem neuen Kanal keine Abonnenten dazukommen. Dann siehst du, wie die alten Folgen immer mehr Klicks kriegen, während die aktuellen Projekte quasi überhaupt gar nicht geschaut werden. Fast, um es mal überspitzt zu sagen, da kriegst du echt Herpes. Da krieg ich Herpes, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so unzufrieden war ich mit meiner YouTube-Karriere noch nie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und, ihr Zuschauer kriegt natürlich die allerwenigste Schuld. Euch trifft ja auch die wenigste Schuld. Ne? Die regelmäßig zuschauen, die schauen ja auch zu. Bloß, was ist mit den anderen 250 Abonnenten von jetzt knapp 300 Abonnenten? Was ist mit denen? Wofür haben die mich abonniert? Was soll die Scheiße? Dann sollen sie mich gar nicht erst abonnieren, wenn sie nämlich nicht schauen wollen. Ist meine ehrliche Meinung dazu. Selbst wenn das jetzt diese Meinung jetzt irgendwem nicht passt, ne? Es ist einfach das, was ich dazu denke. So, wir lassen das jetzt erstmal, dieses Gewurstel hier. Es ist zwar jetzt gerade nicht schön, aber es ist selten und selten sollte es manchmal auch sein. So, was ist mit den anderen Abonnenten? Was ist mit den 600 Facebook-Fans? 619 Facebook-Fans habe ich zum jetzigen Zeitpunkt gerade. So, und wenn ich von den Facebook-Fans ausgehe, müssten normalerweise etliche zuschauen. Es kann doch nicht einfach nur sein, dass so viele Leute die Facebook-Seite nur geliked haben und dann sich dann hinterher nie wieder für die Inhalte desjenigen zu interessieren. Ich wünschte manchmal, es gäbe so eine Funktion, Leute, die geliked haben oder auch Abonnenten, warum baue ich jetzt den Brunnen ab? Egal.
Leute, die geliked haben oder auch Abonnenten aus der Abonnentenliste zu schmeißen. Dass sie das Abo auf einmal nicht mehr haben. Weil ganz ehrlich, dann lieber weniger Abonnenten, wo dann wirklich fast alle treu sind, ne? Als dann so viele Abonnenten. Und ich habe das ja... Hallo, beweg dich! Ich habe das damals auf dem alten Kanal, DJ BMY, habe ich das ja schon gehabt. Da hatte ich ja 1200 Abonnenten zum Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal richtig gezählt habe. Ich komme hier nicht hoch und verrecke gleich. Wo ich das letzte Mal richtig gezählt habe. Und von denen haben vielleicht gerade mal 80 oder 90 Leute täglich in die Folgen reingeschaut. Und auch im Nachhinein wurden die Zuschauerzahlen, die Klickzahlen nicht mehr. Wo ich dann auch dachte, wofür hast du so viele Abonnenten, wenn 90% der Abonnenten auf dich scheißen. Und wirklich nur diese 5% der Abonnenten, die wirklich treu sind, wirklich die zuverlässigen Abonnenten sind. Ist sowas nicht traurig? Also es ist meine Meinung jetzt gerade mal so dazu. Ne? Wo wir jetzt gerade bei dem Thema Frust waren. Schreibt ihr auch mal was dazu. Ich weiß, es gibt einige, die haben sicherlich zu diesem Thema was zu sagen. Ich bin auch nicht böse, wenn ihr nicht meiner Meinung seid. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich kotze hier gleich wirklich ab. Ich habe gleich keinen Bock mehr für heute aufzunehmen. Aber es reicht zumindest für eine Folge. Für eine Folge beschissene Scheiße. Mann! Lauf! Oh! Leute, ich breche das Ganze jetzt ab. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.